Jeder einzelne Ziegel in diesem Gefängnis ist asbestverseucht. Jetzt muss alles weg, ehe die drei Zellblöcke des Riverfront-Staatsgefängnisses abgerissen werden können. Asbest ist extrem stark und hitzeresistent. Früher war es ein beliebtes Baumaterial. Bei Abrissarbeiten können Asbestfasern in die Luft gelangen. Das Einatmen der winzig kleinen Partikel kann tödlich sein. Der ganze Asbest muss also beseitigt werden, bevor das Gefängnis abgerissen wird. Was kommt als nächstes? Ist alles eingezeichnet. Abrissexperte Joel Rojas hatte schon mal mit Asbest zu tun. Hier liegt der ganze Asbest. Doch diesmal steckt es im Boden einer Kapelle. An die Kapelle habe ich gar nicht gedacht, aber Bodenbeläge braucht man eben überall. Doch egal, wo der Asbest ist, ihn zu beseitigen, ist extrem gefährlich. In den USA kommen dadurch jährlich rund 10.000 Menschen zu Schaden. Der Bereich muss eingedämmt werden und die Crew muss Schutzkleidung und Atemmasken tragen. Doch die Kapelle ist nicht der einzige Bereich, um den Joel sich kümmern muss, denn eigentlich steckt der Asbest hinter jedem einzelnen Ziegel, in jedem Gebäude des Gefängnisses. Der Ziegel muss als erstes weg, dann dahinter das Styropor. Und das Schwarze hier ist die Dampfsperre. Und das ist Asbest. Also müssen die äußeren Ziegel zuerst weg. Die Lösung? Die Außenfassade häuten, den Asbest isolieren und dann die Ziegel einsammeln. Heute werden wir anfangen, die Fassaden der Zellblöcke im Bereich C zu entfernen. Um ein Gebäude zu häuten, braucht man Erfahrung und Können. Also übernimmt diese Aufgabe einer von Joels besten Kräften, Leo Diaz. Heute fangen wir mit den Außenfassaden an, okay? Wir beginnen oben an dieser Ecke und arbeiten uns dann hier runter. Das soll auch runter, oder? Okay, gut. Wir brauchen nur die sauberen Ziegel. Das Team sammelt die Ziegel ein, die an Ort und Stelle wiederverwertet werden. Jetzt reißt Leo die schwarze Asbestschicht ein. Wasser sorgt dafür, dass der feine Staub nicht in die Luft gelangt. Jetzt kannst du rechts die Seite mitlockern. Ein paar Wochen später hat das Team den ersten Zellblock vom Asbest befreit. Schritt 2 kann nun sicher durchgeführt werden, der Abriss des Zellblocks. Mach schon, versau mir den Tag.
Der Abriss dauert schon 3 Monate. Projektmanager Joel Rojas und sein Team haben bereits Schnee und Asbest beseitigt. Jetzt kann es richtig losgehen. Heute legen wir mit den Zellblöcken los. Wir fangen ganz hinten an. Durch die Mitte und dann reißen wir den ersten Stock ein. Weiß jeder, was heute zu tun ist? Bevor die Crew loslegen kann, müssen sie einen Teil des alten Schutts wegräumen. Ziegel, Beton und Metall. Eins der wertvollsten Materialien hier ist Kupfer. Ziel ist es, 90% zu recyceln. Das Verschiffen von Schrott ist Hauptbestandteil ihres Gewinns. Hier ist ein gutes Beispiel, ganz sauberes Kupfer. Wir hoffen, die besten Marktpreise dafür zu kriegen, dann verkaufen wir es an den Meistbietenden. Bald landet das Kupfer zum Beispiel hier, bei Cambridge Lee Industries in Reading, Pennsylvania. Betriebsdirektor Jared Ramsberg leitet den Prozess, alten Schrott in neue Kupferrohre zu verwandeln. Das ist ein normales Kupferrohr. Es sieht schon ziemlich gebraucht aus, wie Schrott. Aber für uns ist es genauso wertvoll wie Gold. Im Hochofen schmort das Kupfer für 8 Stunden bei über 1200 Grad Celsius. Der Ofen ist schon 60 Jahre alt. Die Technik ist zwar alt, aber nicht veraltet. Sobald es vollständig geschmolzen ist, bricht ein Arbeiter den Festfeuerton auf, der den Ofen versiegelt. Das geschmolzene Kupfer fließt durch einen Warmhalteofen, damit es flüssig bleibt. Anschließend wird das Kupfer in Formen im Boden gegossen. Am Ende hat man ein 9 Meter langes Kupferteil, das in kleinere Stücke, sogenannte Knüppel, zerteilt wird. Jetzt ist Halbzeit. Beim Marathon wären 21 Kilometer geschafft. Ab jetzt fängt der Fertigstellungsprozess an. Diese 630 Kilo schweren Stücke werden verladen und zu einer Fertigungsmühle transportiert. Dort werden sie eingeschmolzen und neu geformt. Bei uns wird ein Metallknüppel wie ein Stück Ton strang gepresst. Er wird erhitzt und dann in die gewünschte Form gebracht. Die Knüppel werden bei 1010 Grad biegsam gemacht. Dann werden sie in 80 Meter lange Zylinder geformt und in lange Becken gepresst. Das Kupfer hier ist fast transportbereit. Jetzt wird es noch eingefärbt und dann zu Produkten wie Kupferrohr verarbeitet. Der Schrott von vorhin könnte bald schon im Haus nebenan verbaut werden. Joel muss sich jetzt auf die Hauptaufgabe des Tages konzentrieren, den Abriss der Zellblöcke. Während der Vorbereitungen muss er die Abrissstelle und das Wetter im Auge behalten. Es soll wohl 30 cm Neuschnee geben. Er mag zwar der Projektleiter sein, doch hier macht das Wetter die Ansagen. Jede Menge Unwetterwarnungen heute. Alles, was hier rot ist, von Ohio Valley bis nach Pennsylvania. Das Pinkfarbene, was Sie hier in Jersey sehen, ist eine Blizzard-Warnung. Der Wind kommt von der Seite, damit ist auch die Sicht stark eingeschränkt. Die ersten Schneeflocken fallen. Die Crew muss sich beeilen, damit der Zellblock kontrolliert einstürzen kann. Die Außenfassade ist schon weg. Jetzt müssen die Stützpfeiler geschwächt werden, damit der Bau in sich zusammenfällt. Doch da müssen sie erst mal rankommen. Sie liegen tief in den Zellblöcken und sind umgeben von Stahlbeton.
Dasselbe Material, mit dem die Insassen eingeschlossen wurden, droht jetzt, das Team auszuschließen. Stück für Stück arbeitet sich der Bagger in die Mitte des Blocks vor. Und lässt einen Berg von Schutt hinter sich. Unter diesen Bedingungen ist der Job Knochenarbeit. Bei nahezu keiner Sicht scheint die Aufgabe schier unmöglich. Und das Wetter verschlechtert sich. Über 180.000 Kunden in Pennsylvania sind ohne Strom, 91.000 im Süden von New Jersey und über 34.000 allein in Baltimore. Am besten sollten Sie einfach zu Hause bleiben. Die Unwetterwarnung gilt bis heute Abend. Aber durch starken Wind und Schneeverwehung werden die Straßenverhältnisse noch für Stunden tückisch bleiben. Der Schnee beschwert weiter die Abrissarbeiten, aber das Team kann keine Pause machen. Sie müssen den Zeitplan einhalten. Baggerfahrer Mike Scavone kennt das schon. Wir werden gleich den Schnee räumen und dann mit dem Abreißen anfangen. Joel prüft die Vorbereitung am Zellblock. Der Baggerfahrer hat alles bis auf ein paar letzte Säulen isoliert und beseitigt. Joel will, dass sie in der richtigen Reihenfolge einstürzen. Doch das zusätzliche Gewicht des Schnees macht das unberechenbar. Und das Gebäude könnte ohne richtige Planung zu früh einstürzen. Wenn das Gebäude einstürzt, darf der Bagger nicht runterstehen. Endlich gibt Joel grünes Licht für die letzten Pfeiler. Du kannst jetzt alles einreißen. Von diesem Zellblock ist nicht mehr viel übrig. Doch der Abriss hat gerade erst begonnen. Es wartet noch jede Menge Arbeit und der Schnee wird immer mehr. Projektmanager Joel Rojas soll das Riverfront-Staatsgefängnis abreißen, während die Reste noch recycelt werden. Wir wollen mindestens 90% recyceln. Die besten wiederverwertbaren Schuttteile sind aus Stahl. Es kann eingeschmolzen und in jede denkbare Form gebracht werden. Und auf dieser Abrissstelle stehen drei Typen zur Auswahl. Es gibt Blech. Manche Teile sind mit Stahl überzogen. Und dann gibt es noch sogenanntes Number One Heavy Melt. Schrottsprache für Leicht-, Mittel- und Schwermetall. Bis Mittag sind tausende Kilo Schwermetall unterwegs nach Everest Claimant Steel im Norden von Delaware. Es ist eine hundertprozentige Recyclinganlage. Das heißt, hier wird kein neuer Stahl hergestellt, sondern nur Schrott verarbeitet. Doch nicht alles darf in ihr System. Schon die geringste Strahlung könnte sie teuer zu stehen kommen. Schrottplatzaufseher Ken Schuler muss jede ankommende Ladung genau untersuchen. Wenn ein Laster hier ankommt, wird mit zwei Strahlungsdetektoren jede Art von Strahlung gemessen.
Das kann normale Radonstrahlung sein oder aber auch Gammastrahlung. Es darf keinerlei Strahlung in den Hochofen. Das wäre eine Katastrophe für die Umwelt. Für Ken ist es ein ganz normaler Arbeitstag. Der Haufen da wiegt rund 2000 Tonnen. So viel kriegen wir hier ungefähr jeden Tag rein. Doch sauberer Stahl ist nicht das Einzige, was Ken für seinen Metallmix braucht. Er braucht noch was zum Polstern. Das Material kommt aus den örtlichen Maschinenwerkstätten, die Rohrverbindungen herstellen. Die benutzen wir als Polster für die Schrotttiegel, damit wir die Tiegel unten nicht beschädigen, wenn der schwere Schrott reinfällt. Ein Arbeiter verlädt den gesäuberten Stahl auf Waggons, mit denen er auf Schienen in die Haupthalle abtransportiert wird. Du bist fast fertig, oder? Drinnen werden das Polstermaterial und der Stahl von oben mit Magnetkränen in jeden einzelnen Schmelztiegel verteilt. Dann muss Hochofenleiter Randolph Harris nur noch die Hitze einschalten. Jetzt wird der Metallschrott eingeschmolzen. Bei drei Tiegeln haben wir am Ende 160 Tonnen. Seit über 30 Jahren ist er schon in der Stahlwerkbranche tätig. Er hat seine Rezeptur perfektioniert. Alles kommt rein in den Ofen. Dann der Deckel drauf, Ofen einschalten. Elektroden runter und nach 5 Minuten schalten wir den Strom mit dem Sauerstoff ein und peng. Dann sprühen die Funken. Stahlschmelzen ist eine explosive Angelegenheit. Randolph und sein Team führen 3 Runden mit elektrischer Ladung durch. Welche Ladung ist das, Otto? Die erste. 3 Graphitelektroden werden in die Mischung abgelassen. Mit jeder Runde landen 12 Megawatt Energie im Hochofen. Nach 3 Ladungen ist der Mix auf 1700 Grad erhitzt. Es kann losgehen. Okay, jetzt wird die Wärme abgepumpt. Bei diesem Vorgang wird der Mix ausgegossen. Hier sind es 145 Tonnen flüssiges Metall. Das ja nicht zu Hause nachmachen. Das Team transportiert die Stahlwerkspfanne zur Gießerei und dirigiert den Flüssigstahl in die Fond. Nach 75 Minuten rollt diese 25 cm dicke Stahlplatte heraus. Gewicht 29.000 Kilo. Acetylenbrenner schneiden die Platte bei 1500 Grad in 7 Meter lange Stücke. Am Ende werden die Platten nochmal erhitzt und immer wieder so lange dünn ausgerollt, bis das Endprodukt fertig ist. Stahlplatten. Das kommt nach der ganzen Plackerei raus. Guter alter amerikanischer Stahl, der wahrscheinlich irgendwo in einer Brücke landet. Im Gefängnis werden die letzten Zellblöcke beseitigt. Leo, warte, nicht so schnell. Jetzt ist genug Platz für den letzten Schritt, den Umsturz des Turms.
25 Jahre lang wurde das Staatsgefängnis Riverfront in Camden von 4 Türmen bewacht. Aus Stahlbeton gebaut sind sie 7 Stockwerke hoch und strategisch an verschiedenen Punkten auf dem Gelände platziert. Das Abrissteam hat alle Zellblöcke aus der Mitte beseitigt, damit zum Umstürzen der Türme genug Platz ist. Es ist eine Herausforderung. Es muss genau kontrolliert werden, wie die Türme fallen. Das ist der erste. Wenn er am Boden aufschlägt, wird er in 1000 Stücke zerbrechen. Es müssen also alle genug Abstand halten, wenn wir das Ding umschmeißen. Zum Umstürzen der Türme setzt das Team auf die Kraft der Bagger. Mit einem Hydraulikhammer werden die vorderen Beine geschwächt. Dann schiebt ein Bagger, während ein zweiter zieht, bis der Turm umstürzt. Es ist soweit. Gleich wird's laut und schmutzig. Noch steht der Turm allerdings. Hinter den äußeren Ziegeln steckt Asbest. Das alles muss weg, bevor der Turm einstürzt. Ein ständiger Wasserstrahl hält den Staub gering. Als die Ziegel herausgeschlagen sind, reißt Leo die schwarze Asbestschicht heraus und den weißen Schaum, der alles zusammenhält. Stunden später ist der Turm außen behäutet und innen entkernt. Es wird Zeit, ihn einzureißen. Mit einer Hebebühne bringt das Team Zugkabel an der Turmspitze an. Wenn die hängen, fangen wir an, die Beine rauszuschlagen. Dann hängen sie das Kabel an Mikes Bagger. Sie sind bereit. Leo kommt mit dem Hydraulikhammer und hämmert gegen die Beine des Turms. Präzision ist gefragt. Zu wenig Druck und der Turm fällt nicht um. Zu viel an der falschen Stelle und der Turm könnte auf ihn draufstürzen. Endlich ist der Turm destabilisiert. Jetzt muss er nur noch ziehen. Mike legt den Rückwärtsgang ein, um das Seil zu spannen. Ein letzter Schlag von Leo und dann hält alles die Luft an. Ja, Leo, ya está bien así. Ahí. Ahora sí vamos a... Auftrag ausgeführt. Sowas habe ich noch nie abgerissen. Es war super. Ich bin sehr zufrieden. Er ist umgestürzt, hat dabei nichts beschädigt und wir sind alle wohlauf. Das ist das Wichtigste. Einer ist geschafft, 3 fehlen noch. Das Abrissteam muss den Weg freiräumen für den letzten Einsturz. Zuerst reißen sie Betonzellblöcke ein. Und danach Wachtürme, die einst über das Gefängnis ragten.
Doch der letzte Turm steht direkt am Rand. Damit wird ein Abriss umso schwieriger. Er gehört zum Begrenzungszaun. Ihn umzustürzen wird ein riesiges Loch in den Zaun reißen. Also muss der Turm vor Sonnenuntergang umgestürzt und ein Übergangszaun aufgestellt werden. Wir müssen das Gelände sichern. Es ist also wichtig, dass der Zaun noch heute Abend steht, wenn wir hier Schluss machen. Sein Team kennt das schon. Anseilen, hämmern und einreißen. Der Turm stürzt bereitwillig ein. Er ist gut gefallen. Aber der Zaun macht Probleme. Das Loch muss noch zugemacht werden. Es ist schon spät. Wir müssen bis Ende des Tages fertig werden. Die Zeit wird knapp. Joel findet eine Übergangslösung für die Nacht. Stacheldraht. Das sollte reichen, um den Bereich zu sichern. Die Türme sind umgestürzt, der Übergangszaun steht. Doch das Team muss immer noch den Gefängnisschutt wegräumen. Auch ungefähr 9000 Tonnen Beton, die der neue Pächter verwenden wird. Das richtige Werkzeug haben sie schon. Einen 306 PS Komatsu Betonzertrümmerer. Am Steuer der Megamaschine sitzt Frank Saidita. Ich bin der Oberzertrümmerer. Sein Leben ist ein Wrack. Ich wollte das immer schon machen. Schon als kleiner Junge wollte ich immer nur alles kaputt machen. Und genau das mache ich hier bei Brandenburg. Unter Franks wachsamem Auge landet wieder eine Ladung Beton im Maul des Zertrümmerers. Im Innern bewegen sich scharfe Beißer im Kreis, um den Beton mit 350 Kilo pro Quadratzentimeter zu zermalmen. Ein Magnetband direkt außerhalb des Zertrümmerers zieht alle Metallteile heraus, die das Team übersehen hat. Der gesäuberte Beton wandert weiter auf ein 24 Meter Förderband, das am Ende das fertige Produkt abliefert. Betonstücke nicht größer als 10 cm. Die zerlegten Zellblöcke, wo vorher Gefängnisinsassen untergebracht waren, werden nun als Füllmaterial für die neuen Bauprojekte gebraucht. Monate später ist vom Staatsgefängnis Riverfront nichts mehr übrig. Das Gelände kann nun neu bebaut werden. Das Team weiß nicht, was hier bald entstehen wird, aber egal, was es sein wird, sie stehen bereit, es irgendwann wieder abzureißen.